Positive Entwicklungen gab es bei der Pressekonferenz von Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner zu vermelden. Schwerpunktthemen waren Konversion Südstadt und eine Zwischenbilanz zur Bahnstadt. Was für uns dabei von entscheidender Bedeutung ist, ist, dass wir auf die Ideen und Anregungen und auch Vorschläge aus der Bevölkerung sehr intensiv eingegangen sind. Ich glaube, das merkt jeder, der sich mit diesem Masterplan auseinandersetzt. Also wir haben über 4 große Bürgerdialogforen durchgeführt, ein breites Beteiligungsfeld auch geschaffen, damit viele Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft auch wirklich integriert werden konnten in dieses Konzept. Und ich bin sehr froh, dass wir es dadurch geschafft haben, jetzt einen richtigen Masterplan auch zu entwickeln, der als Schwerpunkt neben Kultureinrichtungen, Begegnungsstätten auch den Bereich Wohnungen sehr stark herausgearbeitet hat, ihn möglichst auch in die Richtung zu orientieren, dass es bezahlbarer Wohnraum ist. Also für den Normalverdiener oder für den angehenden Arzt, Studenten, die in Heidelberg momentan einfach schwer Wohnraum finden, weil wir doch sehr teuer sind. Jetzt wird von Mietpreisen gesprochen von 5,50 Euro der Quadratmeter. Das ist ja sehr günstig. Das sind ja fast Verhältnisse. So günstig gibt es ganz wenig in der ganzen Metropolregion. Die Frage, wie kommt man auf so einen günstigen Mietpreis? Wird das subventioniert? Also wir machen es indirekt. Wir kaufen ja die komplette Fläche. Wir könnten natürlich die Fläche jetzt sehr hochwertig entwickeln, hätten damit natürlich eine andere Ertragslage, aber das ist nicht unser Interesse. Wir wollen auch für alle Menschen Wohnraum schaffen. Wir beginnen bei 5,50 Euro, haben aber dann einen breiten Mix. Sie müssen sich vorstellen, als Familie ist nicht der Quadratmeterpreis für mich entscheidend, sondern dass ich auch eine Wohnung mit 80, 90, 110 Quadratmeter in Heidelberg bezahlen kann. Und da ist natürlich die Größe auf einmal entscheidend. Studentenwohnungen sind da meistens sogar wesentlich teurer in Relation zu den Quadratmeterpreisen. Also deswegen 5,50 Euro beginnt für ein breites Spektrum, dass sich wirklich jeder es auch leisten kann hier in Heidelberg. Peter Domeyer, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Heidelberg EGH und stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Heidelberg, gab eine Zwischenbilanz und einen Vorausblick zur Bahnstadt. Die Investoren haben die Begeisterung weitergegeben an ihre Käufer und Mieter. Also auch dort ist die Begeisterung da. Es gibt quasi keine Leerstände in der Bahnstadt. Weder bei Eigentumswohnungen, obwohl so viele entstanden sind, noch bei Mietwohnungen. Auch die Soka, die jetzt im Mai die Sozialkasse des Deutschen Bauhandwerkes, die jetzt im Mai in die Vermietung reingeht, ist heute schon über 50% vermietet. Herr Domeyer, der Wohnungsbau in der Bahnstadt floriert. Wie sieht die gewerbliche Ausrichtung des neuen Stadtteils aus? Ja, nachdem natürlich die ersten Jahre auch im Fokus des Wohnens standen, sind wir jetzt schon so weit und schauen nach den Gewerbeflächen. Das sind dann nicht nur hier an der Promenade, die hinter uns ist, sondern da geht es auch darum, gerade die Bauflächen an der Eppelheimer Straße zu bespielen. Ein Synonym dafür ist das Kino, das Mainstream-Kino, was in die Bahnstadt kommt. Und wir haben auch dann für weitere Flächen, die uns dort zur Verfügung stehen, auch schon weitere Ideen. Das geht bis runter zum Bauhaus, wo ja ein Fachmarktzentrum entstehen soll, wo wir auch noch Flächen haben. Also diese Eppelheimer Straße wird jetzt immer stärker in den Fokus kommen. Die Bürger brauchen eine Nahversorgung. Wie sieht die aktuell aus? Ja, das Konzept der Nahversorgung ist natürlich auch am Gardamer Platz, am sozialen Mittelpunkt, direkt anschließend an diesem sogenannten Baufeld C5. Das von der Firma Unmüßig dann entwickelt wird. Dort ist der Nukleus der Nahversorgung mit dem jetzt schon bestehenden Aldi und mit einem großen Check-in. Aber darüber hinaus ist es der Stadt und uns ganz wichtig, dass sich auch viele kleinteilige Läden in den Straßenzügen etablieren können. Dazu sind auch Gewerbeflächen ausgewiesen und auch von den Investoren bereitgestellt. Und da spüren wir eine deutliche Nachfrage, jetzt wo 1500 Einwohner in der Bahnstadt sind, dass diese, ob es jetzt ein Friseur ist, ob es ein Bäcker ist, oder auch ein anderer Kaufmann oder Gewerbetreibende. Dieses Interesse steigt zunehmend und da sind wir sehr zuversichtlich und auch froh über dieses Interesse. Weil hier in der Bahnstadt entsteht ein Markt. Das heißt also, dieses ist dann ein lebendiger Stadtteil, der also auch tatsächlich nicht nur Wohnen bietet, sondern auch Konsum, auch dann Arbeitsplätze und so weiter. Und das war ja immer Ziel der Bahnstadt. Was kann man hier zu diesem Wohnmix der Bürger sagen?
Also der Mix ist sehr vielfältig. Wir haben erstmal viele Eigentümer, die einziehen, wir haben aber auch viele Mieter, die einziehen. Wir haben rund die Hälfte, die von außerhalb kommen, die andere Hälfte kommt aus anderen Heidelberger Stadtteilen. Wir haben Familien, wir haben Singles, wir haben also wirklich eine kulturelle Vielfalt, auch einen relativ hohen Ausländeranteil, was sehr positiv ist. Also dieser Mix ist sehr, sehr stimmig, da entsteht keine Monostruktur, sondern wirklich eine Vielfalt. Abschließend die Frage, gibt es irgendein kleines Problem bei der Bahnstadt, wo Sie sagen, das ist noch eine Herausforderung? Ja gut, wir möchten jetzt auch unsere Erschließungsflächen, die Promenade fertigstellen. Das hat letztes Jahr leider nicht geklappt, aber das werden wir jetzt bis zum Sommer hinkriegen. Wir möchten den Langenanger fertigstellen und an der Stelle möchte ich mich auch an alle Bewohner richten und ein herzliches Dankeschön für die Geduld aufbringen. Aber das war auch von vornherein immer so das Thema, dass die Hochbauten und die Erschließung parallel laufen. Aber ganz herzlichen Dank für die Geduld an die Pioniere und danke für das Verständnis. Und wir arbeiten daran, dass es zügig fertiggestellt wird.